Hallo, schön, dass du wieder bei mir reinschaust. Ja, ich war mal wieder im DM. Ich fahre meist so einmal im Monat dahin, weil das ist nicht bei uns in der Stadt. Und da habe ich einiges gekauft und das wollte ich euch ganz gerne zeigen. Wir beginnen mal mit Duschgel. Also ich liebe Duschgel, ich liebe fruchtige Duschgels. Das mag ich unheimlich gerne und ganz neu von Balea gab es. Ich glaube, das ist eine Limited Edition. Duschcreme, Himbeere und Zitronengras. So sieht das Ganze aus. Und ich muss sagen, sie riecht unheimlich lecker, unheimlich frisch, so richtig schön nach Sommer und Sonne. Ne? Wer auf Früchte steht, sollte sich die mal wirklich angucken. So, dann ist noch ein Duschgel mitgekommen. Und zwar Dusche und Creme, Vanilla und Kokos, auch von Balea. Ne? Ich bin ja so ein kleiner Duschgel-Junkie und Vanille-Junkie. Und dann musste die natürlich auch noch mit. Ich glaube. Ich weiß gar nicht, ob das eine Limited Edition ist oder ob es die jetzt momentan immer gibt. Und sie riecht unheimlich lecker nach Vanille. Also derjenige, der auf Vanille steht, der sollte sich die auch unbedingt anschauen. Ich schmeiße hier alles um, aber das ist ja nicht so tragisch. So, dann das letzte Duschgel. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte nur Duschgels geshoppt. Auch wieder von Balea. Dusche und Creme Melone. Also ich mochte das letztes Jahr schon total gerne, aber da sah die Verpackung ja noch anders aus. Da war sie mehr mit Pink und diesmal in Grün, aber riechen tut sie genauso. Also auf alle, die gerne Melone stehen, alle, die gerne Melone mögen, ne, oder so fruchtige Düfte, die sind mit dieser Dusche natürlich auch wieder gut beraten. Und ich liebe die Balea-Duschen. Ja, dann durfte noch was mit von der P2 Beauty Safari LE. Und zwar ist das der Suntastic Face Bronzer. So sieht der Ganze aus. Ich finde ja schon die Umverpackung sehr, sehr elegant. Und das ist die dunkle Variante. Und wenn man den öffnet, hat der oben so eine Goldmarmorierung drauf oder Maserung drauf. Aber die geht wohl relativ schnell weg, wenn man die mit dem Pinsel rausnimmt, den Bronzer. Dann ist wohl ganz schnell das Goldene weg. Ich swatch euch den mal. So sieht der aus. Ich denke, das könnt ihr so ganz gut erkennen. Also das ist die dunklere Variante. Ich bin schon ganz, ganz oft an dieser LE vorbeigestiefelt und habe immer gedacht, brauchst nichts. Du hast genug, die Schränke sind voll. Ja, dann habe ich aber so viele Bilder auf Insta gesehen und dann habe ich wieder die liebe Steffi geguckt, die Mamako. Ja, und dann habe ich mir gedacht, Silke, du brauchst den Bronzer doch noch. Der durfte mit. Dann habe ich mir von Maybelline das neue Dream Wonder Nude Make-up mitgenommen. Das habe ich schon also auf ganz, ganz vielen Blogs gesehen, auf Instagram gesehen. Und das ist ja so ein ganz kleines Fläschchen. Und die ist sehr, sehr flüssig, die Foundation. Das heißt, bevor ihr die benutzt, müsst ihr die schütteln. Ich bin sehr begeistert. Ich trage sie heute zum ersten Mal auf dem Gesicht. Also die könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen, so für den Sommer, anstatt eine BB-Cream, weil sie wirklich so leicht ist und so hauchdünn. Man kann sie prima schichten, dass ihr wirklich das Gefühl habt, ihr habt nichts so in dem Gesicht. Und das ist echt der Wahnsinn. Mir gefällt sie unheimlich gut. Sie hat zum Auftragen hier so ein Applikator, so einen runden mit so einem Bällchen. Entweder man gibt sich das direkt auf die Hand und nimmt es dann mit einem Buffer runter und arbeitet sich das ein oder mit einem Ebelin-Ei. Aber ich habe heute einfach meine Finger genommen und ich finde, das geht am besten und bin danach dann einfach mit dem Ei dran längs und habe es schön feucht in meine Haut eingearbeitet. Habe auch nur eine Schicht benutzt und ich finde, die ist wirklich sehr, sehr gut. Und wirklich haufein, man merkt überhaupt nicht, dass man was im Gesicht trägt. Ich habe die Nummer 40 von Canel. Ich habe mir jetzt die dunklere Farbe mitgenommen, da ich auch ziemlich schnell braun werde. Und jetzt so bei dem Wetter passt die dann eigentlich ganz gut. Die kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Schaut sie euch mal an. Also mir gefällt sie unheimlich gut. Ich denke, dass ich da wirklich keine BB-Cream nehme, sondern die, wenn es so heiß ist. Wenn ich meine, ich müsste ein bisschen was abdecken. Ja, dann durfte von Essence noch ein Brit T-Brush mit. So sieht der Ganze aus. Der ist also, hat zwei Seiten. Einmal hier wie so ein Pencil Brush und einmal hier für den normalen Lidschatten. Gefiel mir ziemlich gut. Und die sind auch immer recht schön. Gut, der ist jetzt länger, aber weil sie nicht ganz so lange Stiele haben. Den kann man immer gebrauchen. Pinsel kann man auch nie genug haben. Also ich zumindest.
Ja, dann habe ich mir noch ein Blush mitgenommen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt so schön braun bin und der Sommer und dann dieser Sommerlook so schön, da habe ich mir den P2 Glow Touch Kompakt Blush mitgenommen. So sehen die ganzen aus. Und zwar in der Farbe 050 Touch of Amber. Das ist auch so ein bräunlicher Ton. Ich swatche euch den mal, wenn ich es denn dann aufkriege. Ja, so. Schön golden angehaucht, so leicht Kopper würde ich schon fast meinen. Ne, der gefiel mir unheimlich gut, kann ich mir auch gut vorstellen auf dem beweglichen Lid, so zum Summer Look. Ne, wird mir der also auch sehr, sehr gut gefallen. Und die Blushes vom P2 sind wirklich super. Ja, dann habe ich mir von Maybelline den New York Brow Satin mitgenommen. Der ist ja quasi in Anführungsstrichen ja so ähnlich wie der Anastasia Beverly Hills Brow Wisp. Ich habe den aber nicht, also habe ich keinen Vergleich. Er hat zwei Spitzen. Könnt ihr dann aufschrauben. Auf der einen Spitze habt ihr einen Applikator, der ist gefüllt mit diesem Augenbrauenpulver quasi. Damit könnt ihr dann wunderschön eure Augenbrauen verblenden und das so ein bisschen soften. Und hier habt ihr einen Gel-Augenbrauenstift, den könnt ihr so rausdrehen. Ich denke mal, man sieht es so mit einer ganz, ganz feinen Spitze. Und da könnt ihr wunderbar jedes einzelne Härchen mit nachzeichnen. Dadurch, dass er auch so hart ist, malt er wirklich super. Also ich bin ganz verliebt in den und komme damit im Moment wirklich sehr, sehr gut klar. Den kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Ich habe den jetzt in der Farbnummer Dark Brown. Dann habe ich mir noch wieder nachgekauft von Essence das Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. Das kennen bestimmt auch die meisten. Das soll ja auch ein Dupe zum Gimme Brow sein von Benefit. Und ich komme damit sehr gut klar. Ich nehme erst den Brow Satin und danach versmoothe ich das und dann gehe ich noch damit drüber, dass die Augenbrauen so ein bisschen in Form bleiben und auch durch meine Haare nicht hin und her gewedelt werden. Und es hat also auch noch eine minimale Farbabgabe und das Ganze verbindet sich dann super schön und macht wirklich ein tolles Augenbrauenergebnis, wie ich finde. Und ganz, ganz einfach und schnell. Ja, dann habe ich mir ein Headband mitgenommen. Ein neues, so pink, ne? Und Sterne gehen immer, ja. Ich bin ja so ein pinkes Mädchen, die kann man immer gebrauchen. Ich nehme die halt auch gerne so zum Abschminken, zum Schminken, ebenso über die Haare, dass die Haare aus dem Gesicht sind. Auch in der Sonne sind die schön. Wenn ihr jetzt in Urlaub fahrt, da könnt ihr halt so eine Cappy machen, so einen Sonnenschutz. Hinten draus sind auch die vielen Variationsmöglichkeiten, die ihr damit habt. Und die gibt es auch in allen möglichen Designs. Und ich finde sie sehr praktisch und ziemlich cool. Vor allen Dingen, man kann sie waschen, ne? Das ist mir immer wichtig, weil wenn man so einen Haarreifen nimmt und irgendwie kommt da dann doch mal Make-up dran und so und das ist nicht so schön und irgendwann sehen die echt, ich sag jetzt mal, gammelig aus, dass ihr die wegschmeißen müsst. Und das habt ihr damit natürlich nicht. Ab in die Waschmaschine und alles ist wieder gut. Ja, dann habe ich mir noch einmal Nagellackentferner mitgenommen von Ebelin und zwar den Nagellackentferner acetonfrei. So sieht der Ganze aus. Das ist dann dieser Pumpspender, wo ihr oben den Nöppel habt, wenn ihr den dann runterdrückt, kommt der Nagellackentferner hoch und ihr könnt ihn mit dem Wattepad aufnehmen und dann eure Nägel ablackieren. Ein Lippenstift durfte auch noch mit. Entschuldigung, wenn ich hier ein bisschen rumkrame, aber ich habe die Sachen hier neben mir liegen. Und zwar von Catrice, der Luminous 110 My Pink Instinct. Ist klar, ja, pink. Und die Umverpackung fand ich auch schon sehr elegant, gefällt mir unheimlich gut. So, und der ist auch schon in Benutzung. Ich trage ihn auch heute auf den Lippen. Also ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön. Und was mir an dem unheimlich gut gefällt, ich swatche euch den mal. Wenn ich euch den so einmal swatche, dann ist er gar nicht so doll. Das heißt, den kann man prima schichten. Und wenn ihr den nur einmal so ein bisschen auftupft, betont ihr quasi eure eigene Lippenfarbe damit. Und das gefällt mir unheimlich gut. Oder ihr gebt ihn mehrfach auf, schichtet ihn so wie ich. Dann habt ihr jetzt dieses Ergebnis. Ne, der ist für ein pinkes Mädchen wirklich ein Muss und der ist unheimlich schön pflegend auf den Lippen. Er pappt nicht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und dann habe ich mir noch einen Highlighter mitgenommen. Ihr wisst ja, Highlighter können wir alle nie genug haben. Ich bin da schon ganz, ganz oft vorbeigerannt und habe den nie so wahrgenommen. Dann habe ich wieder meine Steffi geguckt, sprich Mamako, die fixt mich immer am allermeisten an und sie hatte den Perfect Face P2
Soft Focus Highlighter gezeigt. Und zwar ist das dieser hier. Und der gefiel mir unheimlich gut. Und da habe ich ihn mir jetzt mitgenommen. Und der hat hier unten so einen Applikator. Ne, da könnt ihr das dann halt quasi noch so ein bisschen mit was matschen, ne, wenn ihr das aufgetragen habt. Und hier oben ist eigentlich der Stift. Der Stift ist zum Rausdrehen. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich swatch euch den auch mal einmal. Der ist wirklich total schön. Der hat so, ja, ist so goldig, so schimmerig. Also total schön zu gebräunter Haut. Jetzt gerade so im Sommer, ne, wenn man Sommerlook schminkt, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ausprobiert habe ich ihn noch nicht, aber das werde ich jetzt in den nächsten Tagen nachholen. Ja, das war schon meine kleine Ausbeute vom DM. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Genießt die Sonne und die schönen Tage. Bleibt mir alle gesund und munter. Passt auf euch auf. Und ich freue mich, wenn ihr die Tage wieder bei mir reinschaut. Tschüss!